Willkommen zurück, liebe Leute, zu Pokémon Diamant. Wir haben im letzten Part unseren guten Freund hier verloren. Er lebt natürlich wieder, weil der Typ alle heilt, aber nee. Und wir werden jetzt uns um diese beiden Bastardos kümmern. Oder halt auch nicht, ne? Nope. Kein. Niemand mag Georg. Flucht. Das. Niemand mag Georg. Hallo. Jetzt verstehe ich. Ihr seid dafür verantwortlich, dass die Pokémon so unruhig sind. Erzählt mir nicht, welche Gründe ihr dafür habt. Aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Mine Probleme macht. Wir sind hier in Galaktik. Wir wollen uns die Pokémon. Wir nehmen uns die Pokémon, die wir wollen. Ist das nicht so, Partner? Nö, das ist schon mal. Genau so machen wir es. Wir schnappen uns alle Pokémon von dieser verrosteten Eicheninsel. In Freud und Leid solltet ihr euch beistehen, heißt es. Auf diese Weise leben Trainer und Pokémon in Sinnoh. Ich lasse nicht zu, dass jemand diesen Verhaltenskodex bricht. Los, Max, diesen Kampf dürfen wir nicht verlieren. Ach nee! Yeah, okay, wir hauen sie kaputt. Ich bin schneller. Yes! Und RIP SWAT! SWAT! Na, 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 na. Boah, wir haben noch ein Level bis Psychokinese. Übrigens habe ich nachgeschaut. Level Cap ist 39, was heißt, ich habe noch einen relativ weiten Weg vor mir. Wow, das müsste doch auch ausreichen, oder? Ja, nice. vor allem Chaterra darf noch in der ganzen Arena dann aufräumen. Habe ich mir vorgenommen, weil Erdbeben kills all the Stahl-Poki. Und ja, oh, Skunkapo! Skunky poo 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 poo. Ah, ist das schön. Übrigens heute, wenn ich es richtig überlege, ich nehme mal irgendwann auf natürlich, aber es dürfte heute Silvester sein. Und werdet ihr Silvester schön mit Löw-Familie verbringen. Es ist ins neue Jahr. Starten mit der Familie. Was werdet ihr tun? Das werden wir tun. Es war ein Volltreffer. Es war kein Volltreffer. Oh, shit, Alter. Okay, für reicht ein Supertrank. Oh boy. Vor allem, wenn ihr gerade diese Folge schaut, genau heute am 31. Zu der Zeit werde ich gerade, weil es wirklich heute der 31. ist, werde ich gerade meinen 24-Stunden-Stream haben. Was ich eigentlich relativ cool fände, wenn ihr jetzt das fertig schaut und am Ende dann vorbeiguckt. Kommt doch auf Twitch. Das steht alles in der Beschreibung, wie man zu mir auf Twitch kommt. Wäre voll cool von euch, wenn ihr beim 24-Stunden-Stream dabei seid. Oh, das wird wehtun. Oder auch nicht, halt stimmt, Stahl. Und Glibunkel. Ja gut, ne? Da da da. Na, halt, nein, Golbat! Boah, bitte reich aus, sei krass. Okay, Level 34 reicht nicht aus, niemals. Na, sag ich doch. Hab ich verwirrt? Oh, oder auch nicht. Au, das tut weh. Okay, wir machen Golbat kaputt, das ist auch okay. Kriegst du einen Angriffsboost? Nope. Yes. Und
Oh, keiner läuft für niemanden. Wow, Lukai hat es überlebt, weil es nicht genau da angegriffen hat. Nice one. Und jetzt rotzen wir es um. Umgerotzt! Wir haben diesen Kampf gewonnen, Leute! Hurra! Hurra! Yeah! Nice! Komm, bitte Level 37, bitte Level 37, bitte Level 37, bitte Level 37, bitte, 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 bitte. Oh. Nicht mal Schiebepadder ein Level abbekommen, wow. Ich könnte heulen, das ist ja traurig. Was ist eine Kombination und Papa! Ja. Aufhören, das reicht. Euer Kapitän ist einfach zu stark. Ihr beide und eure Pokémon. Verschwindet, ihr Partner. Wir sind ein Tumpel. Wir wissen ja nicht mehr, wie wir gerade bauen, wie wir da sind. Wow, voll Idioten. Danke, du hast mir echt geholfen. Hör mal, ich habe hier ein Pokémon ein. Nimmst du es an dich? Ja. Danke dir, leider hast du keinen Platz und ich warte hier auf dich. Ja, das Pokémon darf ich behalten, weil es ein Geschenk ist. Somit. Yay, wir kriegen ein Ei. Ei, 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 ei. Und again, wilde Pokémon. Nein, 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 nein. Nope, 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 nope. Keine Georgs. Niemand mag Georg. Gut, haben wir auch geklärt. Ich will aus dieser Höhle raus, aber ich will dieses Item noch. Bestimmt ist das Erdbeben. Nein, ist es nicht. Leuchtstein! Leuchtstein, Leuchtstein, Leuchtstein. War das... Hab ich ein Pokémon für mit Leuchtstein, das ich wechseln kann? War das Roselia? Die Roselia war, glaube ich, Finsterstein. Okay, Onyx könnte ich... Onyx, Onyx! Könnte ich eigentlich umholzen. Aber lohnt sich nicht, ne. Lohnt nicht, lohnt wirklich nicht, sich das, diese Mühe machen, ein Onyx kaputt zu schlagen. Hallo, hallo! Hallo! Schauen wir mal, ist jetzt jemand hier? Hallo? Nö. Aber jetzt erstmal runter von der Insel. Möchtest du irgendwo hin? Ja. Ei, ei, Anker, ich nehme irgendwo hin. Tschüss. Nice. Wieder ein Fleet Park. Was machen wir natürlich in Fleet Park? Erstmal, nicht in die Arena, erstmal heilen. Und Skunkapu ablegen. Es war eine schöne Zeit mit Skunkapu. Es war so schön. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich würde am liebsten jetzt wieder hingehen, zu Urs und mir das Ei holen, aber ehrlich, dahin latschen, wieder im verkackten Ei, ey. Es tut mir so leid, Urs. Nicht Urs, okay. Klebhorn. So, was nehmen wir jetzt mit? Mal kurz gucken, was habe ich denn alles so im Team? Das. Das sind alles so Pokémon, wo ich sage, wo ich ja sage, ich brauche die an sich gar nicht. Ich will jetzt aber auch nicht irgendwie so leeren Tasche rumlaufen, so auf gut Deutsch. Ich hab Mauler schon, ich brauch kein Wasser-Pokémon. Am sinnvollsten wäre schon das hier, aber ich. Na gut, wir nehmen es mit. Oh, ups. Auch wenn ich nicht so wirklich überzeugt davon bin, wir nehmen es vorerst mal mit. Vorerst. Das heißt noch lange nicht, dass wir es für immer behalten werden. Und ich würde sagen, wir gehen in Lü Arena. Lü Arena. Und rotzen erstmal alles hier weg in der Arena. Wir rotzen jetzt alles um. Oh, dieses Anton. Dann! Ne. Hey, du da zukünftiger Champ, da erinnert dich, setz drei Pokémon ein. Diese haben eine starke Verteidigung, da musst du sie mit kräftigen Attacken treffen. Cause Earthquake! Earthquake! Na 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 na. Stahlrück präsentiert einen zügellosen Geist. Aktivierst du das Schalter nicht, wird dir der Pfad zum Sieg offengelegt.
Ich akzeptiere niemals Scheitern, weil wenn ich scheitere, ist diese Challenge vorbei. Das wollen wir doch alle nicht. Oh, Stavros, hi! Hallo! Hi! Hallo! Hi! Wenn Stavros den Mund aufmacht, dreimal. Passt perfekt. Und es ist schneller. Nein, ich bin schneller. Bam! Schmeckies! Bam, bam, bam! One Hit! Auf Volltreffer. Jetzt weiß ich nicht, ob das normal auch gereicht hätte. Ich glaube nicht. Weil Volltreffer natürlich immer nice. Yay! Yeah, Schiebe wird alle Level 30. Man lernt eigentlich Mollot. Ich habe nie aufgegeben, aber leider auch nie gewonnen. Ha! Loser. In einer Arena geht es nicht nur darum, zu sehen, wie stark deine Pokémon sind. Es ist so viel mehr ein Test der ganzen Persönlichkeit. Oh, aber ich mag keine Fragebögen aussehen. Arbeiter Jupp. Jupp, was ist ein Name? Jupp. Kennt ihr jemanden, der Jupp heißt? Er hat einen Onix, okay. In der Stahlarena. Ist schon. Es ist schneller. Wie Stahlos einfach langsamer wird. Bei der Entwicklung anscheinend. Nice. Wusste ich auch nicht. Wusste ich wirklich nicht. Das. Onix bei der Entwicklung zwar kräftiger in der Verteidigung wird, aber dann doch langsamer. Wusste ich nicht. Logisch, weil Stahl ist noch schwerer und dadurch ist es langsamer, aber... Pokémon, ne? Ah, Entschuldigung. Ich sollte doch aber niederschmettern. Ne, cause Earthquake. Earthquake. Ich kann ja ganz sagen... Klappe. Wow. Da bin ich aber mal durchgeflutscht. Wupp. Ein Arzt hat Wissen und Erfahrung, um auf hohem Niveau zu kämpfen. Ich zeige dir, was das für ein Empfänger wirklich bedeutet. Bedeutet. Pionskora wird doch auch aufquaken und wirft den Ball. Bring. Cross Earthquake. Ich werde einfach die Folge Cost Earthquake. Einfach Earthquake nennen. Cost Earthquake. So wird der Titel der Folge wahrscheinlich. Alles Earthquaken. Alles Erdbeben. Oh, Pionskora und Stahlos? Was ist das für eine Mischung? Das ist schon merkwürdig. Yay. Wow, okay, es hätte nicht gereicht. Niemals beim anderen, das war noch ein Level höher. Oh, ouch. Ouch, 5 Schaden. Yay. Ah, es ist schön, wenn man mit Erdbeben um sich werfen kann. Weil ich langsam keinen mehr habe, wahrscheinlich. Aber ich kann ja schnell wieder raus. Mein Pokémon heilen und dann wieder zurück. Oh, so viele Erfahrungspunkte, einfach so viele. Wow, ich bin in der Stimme, ein Schlafi zu singen. Schlaf einmal, okay, we went. 5 habe ich noch, okay, das ist. Okay, ich dachte, ich hätte weniger. Können wir noch einen Trainer umklatschen, komm. Einer geht noch. Weep. Meewap. Meewap. Hallo. Hopp. Voila. Das wollte ich nicht. Hallo, hallo? Hallo. Hi. Du bist bestimmt der richtige Weg. Da. Pokémon haben seit vielen Jahren zusammen. Wir geben dir gerne einen Kostbrot, du der Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Tierarbeit. Sklaven-Pokémon, oder was? Oh, Level 29. Hä? Warum sind die alle Level 29 bis 33 und der Arena hat das 39? Das ist irgendwie schon merkwürdig. Muss ich persönlich sagen. Also, ich finde das merkwürdig. Übrigens bin ich am überlegen, einfach beim Arena zweimal Fluch einzusetzen und dann Erdbeben. Weil dann glaube ich, one-hit ich alles. Da 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 na 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 na.
Los Onyx! Bist du schnell 31. Wow. Wow, best Onyx Team ever. Best Onyx Team ever. Ich Aber ich glaube, im Nachhinein schaffen wir nicht mehr diese Folge überhaupt anzufangen. Aber dann nächste Folge halt im neuen Jahr einspektral. Ja, leider bleibt es trotzdem eine Niederlage. Oh. Tut mir leid, Bruder. Ja, wie viel habe ich jetzt noch? Ich habe jetzt zweimal eingesetzt. Dann hatte ich noch von 5 waren es, oder? Oder? 3 habe ich noch. Okay, mit 3 kann ich arbeiten. Hi. Huha, wir attackieren mit schwer zu konternden Judo-Angriffen. Oh nein, du hast es bestimmt Kampf-Pokémon. Mal, wow. Judo-Griffe? Ein Onyx? Also, wer hat die Texte damals geschrieben? Ich weiß nicht. Also, irgendjemand hat doch da gesoffen. Damals. Damals. Ich wurde zurückgehalten damals. Ach ja. Oh. No. Na, da, na, 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 na. Du, 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 du. Ra, ra, da, da, ra, da, da. 31. Gerne ist cool. Ja. Nein, Gerne ist doch nicht so cool. Eine Attacke fressen und eine Attacke behalten. Gerne nicht lernen. Ups, sie haben mich vertuscht gehabt. Okay, passt. Oh, hier kommt Stalos. Weiter kämpfen. Genau jetzt reichen meine 2 Earthquakeys aus. Ich muss mal kurz gucken. Das will ich mal testen. Das ist ja ungefähr, ein bisschen wahrscheinlich schwächer als das vom Arinata Fluch. Ich bin schneller. Jetzt bin ich wahrscheinlich danach langsamer, logischerweise. Aber ich kriege einen Angriffs- und Verteidigungsboost. Angriff steigt, Verteidigung steigt. Nur mal sehen, wenn der jetzt Slam macht. Oh Mann, du hättest jetzt treffen dürfen. Okay, mach ich noch einen zweiten Fluch. Kann ich mal gleich mal testen, wie viel Schaden mein Erdbeben jetzt bei so einem Viech macht. Ba 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 ba. Sandsturm gegen einen Shelter. Okay. Und jetzt Earthquake. Balalala, jetzt ist es schneller. Steinhagel. Du hättest jetzt einmal treffen dürfen, weißt du? Ich wollte einen Schadensausput sehen. Wahrscheinlich 1 oder 2 Punkte Schaden. Okay, wie viel Leben verlierst du bei nach 2-mal Boost? Okay, One Hit. Okay. Nice. Find ich gut. Ich zieh meinen Hut. Level up. Yay, Level 36. Woo. Nice. Oh, noch mehr Verteidigung. Geil. Nice. Das war eine ziemlich heftige Abreibung. Da haben wir dich abgerieben. Ich würde aber sagen, bevor ich jetzt den ganzen Weg hier zurücklaufe, ich werde dann später wieder da sein bei dem Kämpfertypen. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich gehe offscreen heilen und dann werden wir wahrscheinlich im nächsten Part den Typen verprügeln. Bis dahin, tschüss!